Fallout 4 ist der neue Rollenspieltitel aus dem Hause Bethesda, welche jetzt seit Anfang der Woche neu auf dem Markt zu haben ist. Und Bethesda hat mit seinen Elder Scrolls und Fallout-Reihen in der Rollenspielindustrie sich einen großen Namen gemacht, hat immer wieder versucht, das Rollenspielgenre neu zu erfinden. Dementsprechend groß war auch der Hype, der Fallout 4 gefolgt ist. Es wurde sehr, sehr viel von dem amerikanischen Entwicklerstudio erwartet. Und die Fans, für die stand schon Anfang an fest, das wird das große Spiel 2015, auf das so lange gewartet wurde, das so oft verschoben wurde. Und da ist es als Entwickler natürlich extrem schwierig, all seine Anhänger gerecht zu werden. Und wie wir sehen werden, hat Fallout 4 seine persönlichen Höhen, aber auch leider seine Tiefen. Chronologisch ordnet sich Fallout 4 parallel zu den Geschehnissen einen seiner Vorgänger ein, nämlich Fallout New Vegas. Hier in diesem Spiel kann man jetzt wahlweise den männlichen oder den weiblichen Protagonisten wählen. Allerdings wohnt er immer mit seiner Familie in einem Vorort von Boston. Dort bricht dann eines Tages ein atomarer Krieg aus und ausgewählte Teile der Bevölkerung werden in sogenannte Schutzbunker verfrachtet. Im Spiel werden sie Vaults genannt. Dort werden sie dann eingefroren, um halt die atomare Katastrophe zu überleben. Hold on! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! 200 Jahre später wird unser Charakter dann aufgeweckt, aber vermutlich nicht mit Absicht und muss dann mit ansehen, wie seine Frau ermordet und sein Sohn von Unbekannten entführt wurde. This is the one. Here. Als es dann letztendlich schafft, aus seinem Vault zu entkommen, schwört sich unser Protagonist, die Verantwortlichen für diese Sache zu finden und zur Rede zu stellen. Die Geschichte wirkt anfangs noch relativ platt, wird aber im Lauf des Spiels immer interessanter, wenn sich um den Kampf des Gebietes, wo die Geschichte spielt, immer mehr Fraktionen mit verschiedenen Ideologien einschalten. Denen kann sich dann unser Hauptcharakter anschließen und für die bestimmte Aufträge erfüllen und halt diese Ideologie folgen, um dann mit dem Spielgebiet das anzustellen, was diese Fraktion von ihm möchte. Wie in einem Rollenspiel typisch, steht es uns völlig frei, wie wir unseren Charakter gestalten. Anfangs legen wir uns nur auf einen Namen und ein Aussehen fest, bevor wir später Fallout-typisch auf die 7 Spezialattribute Punkte verteilen. Diese umfassen von Stärke über Ausdauer bis hin zum Glück alles, was unser Charakter für sein Abenteuer braucht. Jedem Attribut sind bestimmte Perks zugewiesen. Je mehr Punkte man in ein bestimmtes Attribut verteilt, das sind maximal 10, desto mehr Perks werden freigeschaltet. So gibt es pro Attribut 10 Perks, was auf 7 Attribute verteilt insgesamt im Spiel 70 Perks ausmacht. Dazu kommt noch, dass bestimmte Perks bis zu 5 Level gesteigert werden, was sie immer wieder verbessert. Mit jedem Levelaufstieg bekommt der Charakter einen Punkt, den wir investieren kann, zusätzlich zu den 20, die er am Anfang von seinem Abenteuer bekommen hat. Deswegen möchte der Einsatz dieser Punkte gut überlegt sein. Selten findet man auch sogenannte kleine Spielfiguren, die einen dauerhaft einen Punkt um 1 erhöhen. Diese sind aber extrem selten. Zusätzlich zu den Perks gibt es auch noch so Zeitschriften, die man finden kann, die einem auch dauerhaft kleine Boni auf bestehende Perks bieten. So zum Beispiel gibt es den Schleichen-Perk, der einem immer 10%
schwieriger zum Entdecken macht. Allerdings kann man auch einfach so eine Zeitschrift finden oder einen Comic, je nachdem, der einem auch dauerhaft plus 10% auf Schleichen gibt. Die Gegend rund um Boston, welche im Spiel Commonwealth genannt wird, ist dem Spieler schon von Anfang an frei zugänglich. Es gibt keine Barrikaden, über die er nicht drüber kann. Er kann alles sofort von Anfang an erkunden, vorausgesetzt er ist stark genug, weil je weiter man in den Süden kommt, desto stärker werden natürlich auch die Gegner. Die Karte ist bis zum Rand oben hin vollgestopft mit alles, was man sich vorstellen kann: Ruinen, Wolkenkratzern, Fabriken, Dörfern, Städten. Diese sind besiedelt von Räubern, Zombies, mutierten Tieren und auch wenige Überlebende sind dort noch angesiedelt. Es gibt einfach an jeder Ecke was zu erleben. Selbst lange Laufwege werden dadurch nie langweilig, weil man immer an der nächsten Ecke was Neues entdecken könnte. Auch gibt es an jeder Ecke neue Quests, die man erfüllen kann, die man annehmen kann. Teilweise findet man bei Leichen sogenannte Holodecks, so kleine Videokassetten, die einem irgendwelche Aufträge geben. Andere Siedler geben sie einem oder man hört ein Radio und dort sagt jemand, gibt jemand einen Auftrag durch, den jemand für jemand hat. Die Quests sind dabei mehr oder weniger interessant gestaltet. Es gibt natürlich die typischen: Lauf dahin, bau das Ding auf, komm wieder zurück oder geh dahin, sammel das ein und komm wieder zurück. Allerdings gibt es auch sehr, sehr viele interessant geschriebene Quests. So heißt es etwa, dass man sich irgendwo an irgendjemand ranschleichen muss, was ihm klauen muss, irgendwelche Leute abhören, ohne entdeckt zu werden. Es gibt einfach die komplette Rollenspielspanne. Ein neues Feature, mit dem man aktiv in die Gestaltung der Welt eingreifen kann, ist der neue Siedlungsbau. So ist es nun möglich, dass unser Protagonist mit einem Knopfdruck in der Siedlung zum Architekten wird. Und er kann dann allen möglichen Gebäude hochziehen, Verteidigungsanlagen bauen, Gemüse anbauen. So kommen dann immer mehr neue Siedler wieder zurück in die neuen Städte und so kann er sich so sein eigenes Imperium an kleinen Städten aufbauen, worüber er der Herrscher ist. Es ist uns auch möglich, im Spiel Gefährten anzusammeln, die uns auf unseren Abenteuern begleiten. Wir können zwar immer nur einen mitnehmen, aber die können wir auch von oben bis unten voll ausstatten mit allen möglichen Waffen, Rüstungen und ganzen Gedöns, das wir unterwegs finden. Sie helfen uns beim Tragen, wenn es uns mal zu schwer wird, weil man ja nur eine gewisse Anzahl an Gegenständen mit sich rumtragen kann. Und diese haben auch teilweise eine interessante Geschichte zu erzählen. Oder sie haben ihre eigenen Quests, die ihre Vergangenheit erklären oder auch teilweise Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. Bei der Steuerung offenbart Fallout 4 meiner Meinung nach eines seiner größten Schwächen und das ist die extrem schwache Konsolenportierung auf den PC. Die Menüs des Pip-Boys sind extrem umständlich und friemelig gestaltet. Itemnamen, die zu lang sind, werden nicht korrekt angezeigt. Es ist einfach ein Beispiel für eine lieblose Umsetzung eines Konsolenshooters auf den Computer. Natürlich bietet Fallout 4 kompletten Mod-Support und deswegen wird dieses Inventar bestimmt von den Moddern in nächster Zeit auch umgestaltet werden. Allerdings sollte das nicht das Ziel eines Spieleentwicklers sein. Die Steuerung im Kampf ist typisch für einen Third-Person- oder Ego-Shooter. Je nachdem, man kann in Fallout 4 zwischen den Perspektiven umschalten. Mit der Tastatur wird gelaufen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 wählt die Waffen aus. Mit der Maus wird gezielt und mit den Maustasten ganz normal geschossen. Allerdings ein kleines Gimmick ist das WATS, das Walled Tag Assisted Targeting System. Auf Knopfdruck wird die Zeit dabei extrem verlangsamt. Man kann gewisse Körperregionen des Gegners gezielt anvisieren, um so seine Schwachpunkte zu treffen und den größtmöglichen Schaden zu verursachen. Dieses System ist schon seit je Zeiten in Fallout implementiert. Allerdings ist es das erste Mal, dass dieses System fast unbrauchbar ist. Man braucht es nur, um extrem kleine Gegner zu treffen, die man ansonsten gar nicht anvisieren kann, wenn sie extrem schnell sind. Ansonsten ist es relativ unnütz, es im Kampf zu benutzen. Die Kämpfe sind viel, viel schneller geworden als in den Vorgängerspielen. Es ist einfach mehr Richtung Action-Shooter tendiert als Richtung taktischen Rollenspiel-Shooter. Auf den
ich sag mal, unteren Schwierigkeitsgraden braucht man es überhaupt nicht. In den mittleren braucht man es vielleicht ab und zu mal und in den höheren Schwierigkeitsgraden kann man schon einen gewissen Sinn daran erkennen. Allerdings ist das Spiel dann auch so bockschwer, dass es 90% der Spielerschaft auf diesem nicht spielen werden. Schade darum, aber das ist einfach ein Beispiel für vergeudetes Potenzial. Fallout 4 wäre kein Spiel von Bethesda, gäbe es die Bugs nicht gratis dazu. Dabei handelt es sich meistens leider um kleinere Bugs, um kosmetische Bugs, etwa in Dialogen hören Charaktere auf, ihre Lippen zu bewegen und fangen dann, wenn der Dialog zu Ende ist, ganz schnell an, ihre Lippensynchro zu machen. Dann haben die KI-Begleiter teilweise Aussätze, wie sie laufen gegen irgendwelche Säulen oder gegen ganz kleine Steine, wo eigentlich jeder Vollidiot problemlos drüber kommen würde, die sind allerdings anscheinend zu dumm dafür. Dasselbe ist genau bei Gegnern. Gegnern bleiben an Bäumen hängen, an Baumstümpfen, an allem, was irgendwie auch irgendwem nur ein Hindernis darstellen könnte. Dann kann es sein, dass KI-Begleiter plötzlich einfach verschwinden, plötzlich wieder auftauchen. Grobe Abstürze sind mir jetzt gar nicht aufgefallen. Das Spiel lässt sich größtenteils problemlos spielen. In 40 Stunden Spielzeit ist kein einziger Absturz passiert, was auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen ist, wenn es sich nur um kleinere, um kosmetische Bugs handelt. Meiner Meinung nach ist Fallout 4 auf keinen Fall ein schlechtes Spiel. Es ist einfach kein Fallout mehr der ursprünglichen Stunde. Es hat sich einfach weiterentwickelt, was halt vielen alteingesessenen Fans der ersten Stunde wahrscheinlich bitter aufstößen wird. Die hakelige Steuerung, schlechte Konsolenportierung, teilweise dumme KI oder auch die auftretenden kosmetischen Bugs oder die langsam ins Rollen kommende Story täuscht aber auf keinen Fall darüber hinweg, also meiner Meinung nach, dass Fallout 4 ein gutes Spiel ist. Man muss sich halt erstmal so ein bisschen drauf einlassen, man muss die Welt erkunden. Wenn man nur der Hauptgeschichte folgt, verpasst man viel, verpasst man meiner Meinung nach überhaupt das ganze Spiel. Weil die größte Stärke nämlich in der Freiheit des Spielers liegt. Man kann einfach alles machen, was man machen will. Man kann Quests auf verschiedene Sachen lösen und von Quests gibt es echt jede Menge zu tun. Es gibt so viele Waffen und Rüstungen zu sammeln. Man kann diese ganzen Städte ausbauen. Man kann Handelsrouten hochziehen. Es gibt echt auf jeden Fall viel, viel zu tun. Und ein kleiner Lichtblick gibt's ja. Der Mod-Support ist 1A. Die Modder-Community ist schon wieder fleißig am Basteln. Und ich denke, da wird sich auf jeden Fall viel, viel interessanter Content für uns in Zukunft noch bieten.